Na dann, da sind wir live im Stream. Was, wenn das alles sind? North Beach. Computer sagt nein. Free Runner Games haben wir hier. Our story is more than what hobbits and elves know. Intro-Sequenz. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. The Lord of the Rings, return to Moria. Ich würde mal sagen, willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Live auf Twitch. Mit heute nicht Mordi. Nee, Mordi ist es nicht. Fängt auch mit M an. Fängt auch mit M an. Der Marv ist dabei. Jetzt müssen wir hier mal die Helligkeit einstellen. Okay, Controller geht schon mal nicht. Das ist der. Mit dem Controller kann ich das nicht machen. Controllersteuerung funktioniert noch. Semi. Ja. Lass mal so, wie es ist. Nur noch ein bisschen dunkler machen. Viel heller würde ich es nicht machen. Knochen zu tacken. Einen Tacken dunkler machen. Ich meine, wir sind ja. Wir werden die ganze Zeit unterirdisch sein. Aber ich lasse mal Standard. Das zeigt eigentlich an. Full Controller Support für Xbox Controller. Schau mal. Liebe Taste zum Fortfahren. Ja, nee. Der Controller ist auf irgendwie ein Grund, aus irgendeinem Grund. Ja, muss ich erstmal Tastatur machen. Vielleicht muss ich in den Einstellungen. Mal, das finde ich auch super, wenn. Also, wenn Videospiele hier die Gesamtlautstärke schon runtergedreht haben. Das ist schon mal super, das finde ich toll. Wenn da. Hat's immer noch Potenzial nach oben zu gehen. Ich hasse es, wenn du so Spiele zum ersten Mal öffnest und die dich erstmal voll dröhnen, weil es einfach automatisch schon auf 100% gestellt ist. Einfach so erstmal. Das ist die Standardlautstärke vom Hauptrechner selbst. Und erstmal den ersten Klick in den Einstellungen machen musst und erstmal die Audios einstellen musst. Na, Stimmen machen wir 100%. Ja, Soundeffekte können wir auch ein bisschen lauter. Musik ein bisschen im Hintergrund. 75. Eine Gesamtlautstärke auf 69, das ist genau so muss das. Untertitel ein, Untertitel große Mittel, ja, wunderschön. Schauen wir mal. Vollbild 250, 1,40, 60 FPS. 244 ppi, Ausgabe, genau so machen wir es. Einladungscode verstecken. Spieloption. Einladungscode verstecken. Ja, das wäre gut. Einladungscode verstecken. Ja, das ist gut. Dann kann ich das. Aber es schauen auch nicht so viel. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich einen vollen Stream, oder ja, Leute. Trotzdem.
Ja. Mini-Karte einordnen. Ich hab keine Ahnung, was die damit meinen. Ja, schauen wir mal. Geblockte Spieler verwalten. Controller, hier ist interessant. Zum Sprinten halten. Vibration. Ein Controller ist irgendwie. Ich wüsste nicht, ob das den einrichten muss oder so, aber hat er noch nicht gefunden. Ich glaube, die Konfiguration für was für einen Controller nutzt denn du? Ja, so ein random Ding, so ein Easy SMX heißt das Ding. Ich hab mir irgendwann doch mal das Geld in die Hand genommen und mal einen richtigen Xbox-Controller geholt. Du kriegst dir schon, hast du schon. Ich hab's heute mit dem Schluck auf. Hast dir schon ein bisschen Mate angetrunken hier, damit du hier schön passend zum Stream. Ich hab jedenfalls beim Charakterdesigner schon mal die Narbenstil Kneipenschlägerei rausgenommen. Ja, müssen wir mit dem Controller nicht geht, müssen wir mit Tastatur spielen. Das ist ja blöd, das aber. Ist halt so. Hier steht aber was für ein Controller, aber gut. Was gegen Schluck auf hilft, habe ich, da kann ich immer sagen, irgendwie bei mir hilft es immer, wenn du nimmst dir eine Flasche und trinkst wirklich 7 Schlücke aus der Flasche, also wirklich so immer so ein Schluck Luft holen, ein Schluck Luft holen, ein Schluck Luft holen, dann bist du vielleicht, weil du irgendwie dadurch beschäftigt bist, aber weil der Körper nicht ertrinken möchte vielleicht. Keine Ahnung. Aber es wirkt. Dann spielen wir mal. Ah, hier ist die Karte, die Charakterstellung. Zwiensten. Dann Zwerge mal. Zwerg anpassen. Bart, Stil. Jemand Vollbart, Koteletten. Vorhang. Geflochtene Koteletten. Entenschwanz. Kinnenriemen. Kotelettenzöpfe. Bringt. Bedingt bringt. Grünt. Majestätisch. Naja, also ob das majestätisch ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber. Also ist es in der Hinsicht majestätisch, dass gewisse deutsche Kaiser, glaube ich, auch so getragen haben. Kinderring, ein Keil. Zoppelbart. Eine Zopfbart. Ziegenbart. Da gibt es ja eine ganze. Bartlos, aus irgendeinem Grund gibt's bartlos. Aus irgendeinem Grund gibt's bartlos. Tja, hartes Schicksal, Werk mit Haarausfall. Was nehmen wir denn? Ich meine, der ist nicht schlecht. Hast du denn mit einem. Den kriegt er? Finde ich nicht mies. Und das ist auch nicht übel. Mit dem Brinken hast du immerhin beim Gassi gehen die Hände frei. Aha. Na, der Vollbart ist langweilig, das verstehe ich dir, das ist so der Standardbart, den. Das machen wir mal nicht. Ja, schwere Entscheidung. So, da kratzt der Bart, das ist doch so das Wichtigste. Für einen Zwerg. Ja, der ist nicht schlecht. Den habe ich auch. Und dann nehme ich doch den hier. Oh ja. Und da fehlt der Schnauzer. Ich meine, das wär's auch. Du hast den Zopf hier, oder? Den hier, den Zopfbart hast du genommen. Jupp. Muss mal gucken, dass wir nicht den gleichen nehmen. Dass wir uns doch ein bisschen unterscheiden.
Nein, er hat absolut keinen Gesichtsbehaarung, also keine. Ja, kein Schnauzer. Hier so ein braunes Zulunke wäre dann auch ein bisschen mies. Leider gibt es hier keine anderen Farben, also keine so keinen pinken Bart oder so, kein, das wäre nochmal ein Highlight. So Kopf verwittert. Ach du Schande. Nur die Vermutung, weil sie wollten jetzt nicht so das klischeehafte Main-Character-Syndrom hier in dem Spiel umsetzen. So mit pinken Haaren oder sowas. Fast jugendlich. Wetter geerbt. Heiter. Verziert. Hier ein bisschen Cyberpunk-mäßig, so ein bisschen mit. Das macht niemand der Ding. Die Ding ist, dass mein PC im Hintergrund. Ein bisschen paar Windows-Sounds, das klingt nicht gut. Was nehmen wir denn hier? Das sieht ja wie ein Babyface aus. Weiß ich auch nicht. Was ist denn hier los? Ist das vom Spiel oder ist das da? Was? Das nur ich im, ist hier im Hintergrund immer so ein Du-Ding, Du-Ding. Das ist mein Controller, der versucht. Das könnte sein, deswegen könnte ich den noch nicht benutzen. Ich hab den gerade mal gezogen. Also, wer weiß. Das wird er sein. Zu glattes Gesicht machen wir hier nicht, das dann ist der ja. So ein Frischling sind wir nicht. Sündlich. So Wetter geerbt. Guck mal, der hat ja. Das Metall ist ein bisschen. Neutral. Ich finde, wenn schon man schon Zwerg spielt, dann sollte es auch so ein bisschen elbisch. Robust. Welchen hast du denn genommen, damit ich weiß, dass ich den nicht nehme? Wenn ich das wüsste auf Deutsch, mein Spiel ist ja auf Englisch. Hast auch einen vernünftigen genommen. Ich würde hier so einen. Also bei einem Zwerg darfst du nicht so ein Babygesicht nehmen, denke ich. Ich hab das genommen vor jugendlich. Ich glaube, das ist heißt die Presse gefasst. Ich störe mich hier ein bisschen, also bei den so bei den Zuglatten hier denke ich mir so ein bisschen. Ja. Als Zwergencharakter musste schon ein bisschen, dass es da. Das herrschaftlich sah ja ganz gut aus, wo war das? Das hier. Oh ja. Jetzt kommen wir zu den Haaren. Aber wir sind hier noch eine Stunde beschäftigt im Charaktereditor. Aber so muss das. Ein Pony. Flickran.
Bunte Locken. Oha. Ja, es ist. Wasserfall. Das sieht auch gut aus. Das passt zu dem Bart. Ja, die Kombi sieht nicht schlecht aus. Kombi. Merke ich mir mal. Oh, das hätte auch was. Ein bisschen so das. Hebt so ein bisschen die Weiblichkeit hervor, so ein bisschen die Fischgräten. Das ist ein weiblicher Zwerg. Kann man schwer unterscheiden voneinander. Du weißt ja aus Herr der Ringe, Zwerge, weibliche Zwerge. Ganz halt wegen der Bärte. Das hat die Herr der Ringe-Serie von Amazon ziemlich falsch gemacht. Und mit Glatze. Pflichtfunk. Ich glaube, da waren wir schon mal. Der Pony hatten wir schon. Ja, das hier ist nicht schlecht, das passt sehr gut, aber. Oh, ist eine gute Kombi mit dem Bart. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt Hautfarbe, jetzt können wir mich zum Grau machen. Immer hier ganz grau machen. Ah ne, grau gibt's gar nicht. Schade. Zum tiefen Zwerg, zum. Aschweiß. Und logischerweise müssten Zwerge eigentlich. Blässer sein, weil wir sind unter der Erde, wenig Sonnenlicht. Ist natürlich so ein bisschen. Andererseits auch so ein bisschen Blut im Gesicht, so ein bisschen Blutdruck, ein bisschen pink. Passt auch dazu. Dann machen wir so einen Mittelweg hier, den hier. Jetzt kommen die Augen dran. Nehmen wir hier grüne. Das sind grün-grau habe ich in echt. Ja, nehmen wir den hier. Tätowierung. Ach komm schon. Zieht's den. Ich glaube, das ist der USB-Ding ist hier von dem Controller, der ja der Ding macht. Wenn es jetzt weg ist, dann ist es. So eine Gesichtstätowierung. Ja, ich weiß nicht. Namen wirklich noch interessant. Wo ist denn diese Tätowierung mir rausgesucht? Wo ist denn diese Tätowierung hin? Wahrscheinlich unterm Bart oder so. Vermutlich. Intimbereich. Ah ja, hier, die ist auch so ein bisschen. Ach, da auf dem Kinn. Kinn. Ich weiß nicht, Tattoos im Gesicht finde ich ein bisschen. Naja. Ist bei den zwei. Weiß ich nicht. Bin ich nicht so ein Fan von. Machen wir mal keine. Dafür eine hübsche Narbe noch rein. Finden wir die Witcher-Tat? Hier unerwartete Tür. Das ist die Narbe. Finden wir eine schöne Witcher-Narbe? Ah ja, hier, das ist die Witcher-Narbe. Im linken Auge so ein bisschen. Spitzhacke. Goblin-Speer. Autsch. Ast. Vom Ast getroffen. Von der Tür getroffen.
Warnquelpe. Ja, es hat was so ein bisschen. Ich habe im Krieg ein bisschen mitgenommen. Eine Böcke. Politik heißt die Witcher-Narbe. Das Goblin-Speer. Ja, wahrscheinlich werden wir den Charakter nie wieder so nah sehen, sondern immer nur von hinten. Nehmen das hier Bartschmuck. Ah, können wir jetzt noch die Farbe ändern. Sehr schön. Angelaufenes Gold, so das hat was und dann hinten noch und rot im Haar. Rot sieht auch nicht schlecht aus zu dem Braun. Ja, warum nicht? So, Schultern. Niedriger, höher. Okay. Ja, sehe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Ah ja. Ich finde schön, wie die deutsche Übersetzung das handelt. Mit den ganzen Begriffen. Plauze. Ja, hier ist es noch. Im Englischen ist es noch verhältnismäßig neutraler gehalten. Das ist einfach nur Belly. Nicht ganz dürr ist man natürlich auch nicht. Als Zwerg. Sowieso. Irgendwas müssen die Orks ja auch essen. Die kriegen uns nichts zu essen. Wahrscheinlich doch, aber. Werden wir dann rausfinden. Persönlichkeit. Oha. Grimmig. Jenseits der hohen und Rohan. Bilden und. Gimli-Lockenträger, aha. Eifrig. Frech. Das war frech. Entschlossen. So viel gibt's hier gar nicht. Frech. Hübscher Tanz. Das ist wahrscheinlich auch frech genommen. Khazad-dûm awaits. That? Tell Durin wakes from sleep. That is. Der hat doch bei Baldur's Gate 3 mitgesprochen. Die Stimme kenne ich von Baldur's Gate 3. Durin wakes from sleep. Oh, a hearty meal cures near an orc stronghold. Zil Arab da irazu. Stimmt, nein, bevorzugt Kustul. Aha, es spricht eher nicht Englisch, sondern. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn wir Zwerge sprechen.
Ja, ich tingle, glaube ich, mit Stimme 3 rum. Ich glaube, ich nehme 10. Bevorzugt Castul. Herkunft die glitzernden Grotten. Ah, die Eisenberge. Jetzt die verschiedene Kleidung hier. Die blauen Berge. Die roten Berge. Die blauen Berge, die sind neben dem Auenland. Das ist ein bisschen. Vier Zwerge, die sich im dritten Zeitalter in den blauen Bergen niedergelassen hatten, kehrten zum einsamen Berg zurück, als dieser zurückerobert wurde durch Durin. Doch Durins Volk unterhält auch im vierten Zeitalter noch eine Siedlung in dem nördlichen gelegenen Gebirge. Westen Mittelerdes. Der einsame Berg. Erebor ist sowohl traditioneller Sitz des Königs unter dem Berg als auch die gegenwärtige Heimat des Königs von Durin. Die Zangrotten, die Eisenberge. Ich nehme den einsamen Berg. Und für die blauen Berge wäre auch interessant. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat hier, die Herkunft, aber. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Jetzt brauchen wir noch einen Namen für den, für den Zwerg. Ich komme von den blauen Bergen. Ich habe jetzt einsamer Berg gewählt. Oh, so, Fancy Name Generator. Welchen Namen nehmen wir denn da? Ja, denkst du über den Namen nach? Yep. Fancy Name Generator. Blick einfach ein paar Mal auf den Zufallsnamen und lass dich davon inspirieren. Auch da, ist genauso gut. Tech. Also sieht der Stream dadurch wenigstens irgendwie. Nevalin. Monchiong. Fundin. Talia. Machen wir gleich Produktwerbung. Du und ich sind aber egal. Keda, Bungo, Mimir, das ist wirklich ein Mo-Team. Was haben wir denn hier noch für Namen? Tisfing. Tisnuma, kann ich nicht aussprechen. Tischlin. Jolfur. Mein Nüsser, das klang doch ganz gut. Dann spielen wir Nüsser. Name und Erscheinungsbild des Zwergs können jederzeit im Zwergenauswahlmenü eingestellt werden. Ach. Einmal den Namen entschieden. Ajo. Oh, ja, verdammt. Den Nachnamen nicht reintragen. Sehr fies. Wollte mir so einen richtig so einen Stahlhelm noch dazu nehmen. Passt nicht rein. Stahl passt dahin.
Also richtiger Zwergenamen finde ich so, muss dann bis dann noch so hinten so ein Artefakt so nochmal mit dazu haben, so Breitaxt, Strahlhelm. Ja, das hast du im Mittelerde-Kontext ja nicht so wirklich. Die benutzen ja mehr oder weniger das nordische Namenskonzept. Sprich, Gimli wäre Gimli Stahl. Glöinsson. Ja. Ja, mit Punkt geht's auch nicht. Obwohl ich im Spiel wurde Gimli vorhin als Gimli Zopfbart genannt, irgendwie. Keine Ahnung, ob sich. Vielleicht haben sie da schon abgesagt von dem Canon. Keine Ahnung. Ja gut, das ist ein zufallsgeneriertes Spiel. Was will man so dazu sagen? So, Welt erschaffen. Das musste ich mal da. So sieht's aus. Was haben wir da bei den Weltsicht drin? Kampagne ist das, was wir machen wollen, weil wir die Story haben wollen. Jetzt brauchen wir mal einen Namen für die Welt noch. Wer ist unsere Welt? Steve. Perfekt. Perfekt, noch einen anderen Weltseed generieren. Kommt's nicht drauf an. Ja, wo kann ich dich dann einladen? Kampagne erstellen. Jetzt drücken auf Kampagne erstellen. Schon passiert. Und online hosten. Schwierigkeit normal, ja, nehmen wir. Und jetzt der Einladungscode. Zwischenablage kopieren, das muss ich jetzt noch schicken. Das ist ein Ansatz. So, ich hoffe, es ist im Stream nicht zu sehen. Hier hast du ihn. Copy und passieren. Waiting for host. Er muss das Spiel wahrscheinlich erstmal starten. Nein, du hast gerade dieses Match wieder abgebrochen. Ah, schön. So, Sekunde. Hier ist der neue Code. Jedes Mal, wenn man neu starten muss, den neuen Code schicken wahrscheinlich. Sehr schön. Dann gibt es nochmal einen. Drück mal auf die Starten und dann sollte er hoffentlich bei mir Join Game aktivieren. Yes, dwarves from every clan have answered your call, despite the King Under the Mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. If the king wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? Nah, won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Plan B? Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness. Gimli, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak. Limin Tagaz. Khazad Dashtin. Oh, no! Lord Gimli! This is another sign! Oh, hammer tongs. It's the fourth age. Nothing is going to stop us. Wait, what? You heard Lord Gimli. Let's go. Pack it in. It's nice and tight. Come on, help him out. Oh, oh.
Ich bin gefallen. Ich seh's. Ah, da bist du. Der Marvis. Ich habe gerade festgestellt, dass ich aus meinem Testrun mein gesamtes Inventar mitgenommen habe. Oh weia. Dann schnell in die nächste Grube werfen. Das wäre ja unfair. Das ist der Tutorial-Part. Das ist... bis wir dann drüben sind beim ersten wirklichen Stützpunkt oder sowas in der Art, da hast du mehr oder weniger denselben Inventar-Inhalt. Sammel du deinen Kram ein und ich wandere erstmal nebenher. Ah, okay. Mir scheint ein Holzstück zu geben. Ich sammle erstmal Holz. Jo. Ziemlich düster hier unten. Holz. Sammelholz, du gezielt zum Herstellen. Stell eine Fackel her. Ah, okay. Dann stelle ich meine Fackel her. Nice. Etolien sollen wir können wir herstellen. Ne, Rohstoffe sind dafür noch nötig. Eine Behelfsangst. Brauchen wir Materialien für den Thorin. Narbi Ikrus Kiras Vakans. Und da haben wir gerade miteinander gesprochen. Okay, ich habe Metallteile gesammelt, vielleicht mit C könnten wir craften, ja. Ne, ich brauche noch Stoffreste. Ja, Stoffreste brauche ich auf jeden Fall noch für die... Also die Spitzhacke kann ich craften. Jetzt habe ich eine Spitzhacke. Aber für das Eichenschild und die Behelfsaxt brauche ich noch Stoffreste. Machen wir mal Licht hier drin. Stimmt, ich habe eine Fackel. Ja, wie sollen wir jetzt hier durchkommen? Was hast du gerade gecraftet? Eine Spitzhacke. Exakt. Du musst, glaube ich, nicht das ganze Ding komplett abgraben. Es reicht, glaube ich, ein Gang durch. Oh, da sind Cloth Scraps. Ich grab mich jetzt noch weiter nach rechts. Ja, geht nicht. Tiefengestein. Tutorial-Region, glaubst du schon nicht so viel an freie Erkunden. Ich mach so lange hier einen auf Parkour. Ich mach den Gang mal ein bisschen breiter, damit auch Bombo durch kann. Ja, hast du Bombo? Ja. Ah, Stoffreste. Sehr schön. Es gibt einen Hungerbalken. So ein Scheiß. Ah, ich hab jetzt Pilze. Ist Survival Game. Ich hoffe, wir werden hier nicht heil durch. Sammel dir mal ein paar Pilze. Schon passiert. Ich kann mir eine Axt basteln. Und ein Eichenschild. Sehr schön. Habe ich irgendwo ein Inventar? Oh, einen Zwergenleichnam gefunden. Ich bin's nicht. Glaube ich. Tja, weißt du nicht. Wie isst man Pilze?
das sollte unten in deiner Bar sein. Da solltest du dann einfach die Nummer drücken, wo die Pilze drin sind. Ah, okay. Und der Hungerbalken ist das Gelbe dort unten, oder was? Ja. Ja, da sollte ich noch ein bisschen essen. Na dann. Ah, okay. Ich sammle noch ein paar Pilze. Wer redet denn da? Das ist Gollum. What happened to the rest of camp? I cannot tell. Hey. Friendly Fire ist aus. You search for a way out, and for any other survivors. I will search. You go east. Ich hab mal Licht gemacht. I will fly to you when I can. Grabenfreund. Na komm, Grab. I am a dwarf and I dig a hole. Diggy diggy hole. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen hüpfen. Ding zeigt dir rechts oben deine Anweisung an, was du aktuell tun musst. Du gibst nun den Bau eine Schnellplattform. Schnellplattform. Sachen gibt's. Eine V. Schnellt hervor. Ah, okay. Plattet Formen. An Wand bauen. Mach's mal so mittig, damit wir da. Ich glaube, eine wird auch nicht reichen. Bestimmt. Ja. Na, guck. Na, guck. Doch, guck mal, ich bin oben. Doch. Reicht. Muss das ein bisschen hüpfen. Und nicht die ganze Zeit nach vorne drücken, da ist. Schwupp. Jetzt haben wir zwei Gänge durchgebaut. Perfekt. Sehr schön. Material. Ich hab die Fackel abgebaut. Das ist eine Zwergenstatue. Also, das ist zu erwarten in Moria. Statue für die Elfen hätte ich jetzt auch nicht irgendwie erwartet. Suche das Tor. Tor gefunden. Gimli never mentioned anything about curses. Dama takiva kamazanu, simat bari kaliru. Die Türken von Durin sind verflucht. Drücke G, um zum Lesen des Eintrags. Kunde den Ankes Rückkehrumgebung. Drücke G zum Lesen des Eintrags. Okay. Die Türken von Durin sind verflucht. Jemand oder etwas hat die Innenseite des Tors mit einer Fluchrune belegt. Deshalb konnte Gimlis Gefolgschaft die Tür von Durin nicht von außen öffnen. Böser Schatten entströmt ihr, sodass eine Annäherung unmöglich ist. Das wollen wir doch mal sehen hier. Ist das vielleicht der Grund für die toten Orks, die hier haufenweise herumliegen?
Tipps zu meinen drei Rüstungsstangs. Ich krieg sie noch auf. Vielleicht wollen wir gemeinsam draufhauen. Oh, ich hab einen Pfeil gefunden. Ja, ich hab grad eine von den Ork-Leichen zerlegt. Hey! Zum Glück fand die Feier aus. Gimli never mentioned anything about curses. Und das hatten wir schon mal. Ja. Das lässt sich jederzeit nochmal aktivieren. Könnte später wichtig sein, ich nehme mal die Obgleichen mit. Sag mal, hat Gimli irgendwas mit irgendeiner Flüche gesagt? Da liegen ein paar Köpfe rum. Zeichen der Gefährten. Raue Stimme noch nicht nach. Orkstedt muss sich vorbereiten, dann fressen wir aus uns und Zwergenfleisch satt auf mein Signal. Ich kann das Zeichen der Gefährten noch nicht lesen. Ah, okay, doch hier, mit H. Orks in Moria. Die Annahmen, die Orks von Moria wären in den Krieg gezogen und niemals zurückgekehrt, war wohl zu viel der Hoffnung. Entweder haben sie überlebt oder sind gar nicht erst aufgebrochen. Wie viele Orks die Berge noch unsicher machen, vermag ich nicht zu sagen. Doch scheinen es so viele zu sein, sie sich an einem Ort zusammenrotten, den sie Orkenstedt nennen. Einem mitgehörten Gespräch war zu entnehmen, sie mich im Auge behalten wollen. Ich werde sie mit gewetzten Waffen erwarten. Aha. Frottenruhen, Lernspieß. Okay, das nächste Schriftstück gefunden. Hier ist eine Truhe. Ja. Sammle Materialien, das wird später noch wichtig. Will ich doch hoffen. Später werden wir es dann bereuen, was sie nicht gesammelt haben. Ist noch eine Ork-Gleiche. Wobei, soweit ich das hier beurteilen kann, das Spiel bisher nicht so wirkt, als würde es einen den Weg nach Weg zurück großartig versperren zu irgendwas. Ja, du, aber lohnt sich Sachen mitzunehmen. Das sind schließlich die Minen von Moria, nicht der einzelne Stollen von Moria. Außerdem haben wir nur begrenzte Winter. Was? Also bisher bin ich noch nicht zu schwer zum Rennen. Es kommt noch. Vielleicht kann ich was craften. Nee, nichts Neues. Ich habe noch kein Crafting-Rezept gelernt. Aber wenn meine Behelfsachse kaputt geht, dann brauche ich eine neue. Ist bald der Fall. Nehme ich alles mit. Wo hast du Fleisch gefunden? Hab eine Ratte erlegt. Oh, meine Axt ist zerstört. Mal neu craften. Wir kriegen irgendwann stärkere Waffen. Bestimmt.
Zerbrochene Behelfsaxt. Wo ich mein Inventar? Tab. Aha. Kann ich das mal ins Inventar packen? Und die Pilze brauche ich noch. Stein. Pfeile können wir wahrscheinlich noch nicht schießen, oder? Da brauchen wir erstmal noch einen Bogen für. In Ermangelung eines Bogens, ja. Ich stopse trotzdem schon mal ins Inventar. Ich räume hier nur schon mal auf. Mach hier die ganzen Bänke, die hier rumliegen, weg. Metallteile. Und hier geht's auch noch hoch. Hast du was übersehen? Hier geht's hoch. Es geht überall. Und ist ein Extra. Was ist eine Tour? Ein Tempo-Abbug. Inventar voll, ich weiß. Naja, bei mir auch. Ich tausche mal die Eisenbarren. Ne, die kaputte Axt kann ich wegwerfen. Schriftrolle. Wir müssen irgendwann mal das Inventar. Vergrößern. Baukunstfoliant, den sollte ich behalten. Ich packe mal Steine in die Kiste, wenn wir noch schnell genug wiederfinden. Wir müssen es vielleicht irgendwie absprechen, dass wir irgendwie nur das Pergament über Baukunst. Sammle genug um das Kenntnis über Bauen zu erhalten. Ah, okay. Ich glaube, ich habe neue Rezepte erlernt. Oder auch nicht. Ich habe es ausgerüstet. Und meine Fackel ist kaputt. Craft man eine Fackel. Und ich mach Futter. Beziehungsweise ich prügel uns erst noch mal ein bisschen Futter zurecht. Ich habe noch gar kein Futter gefunden. Du hast Zwiebeln? Ich hab nur Pilze. Ich meine Pilze, ja. Da muss man gerade mal ein paar wieder von essen. Ich meine, die sind auf Dauer nicht so wirklich nahrhaft, die Pilze. Deswegen. Kann ich Arik essen? Leider nicht. Fenchelsamen habe ich dabei. Können wir irgendwann pflanzen. Und 23 Pfeile habe ich jetzt schon. Jetzt brauchen wir nur einen Bogen dafür. Sonnenzwiebel. Inventar voll. Ach. Soll ich die Feinde erstmal wegschmeißen oder? Ich glaube, so schnell, so fürs Erste brauchen wir sie, glaube ich, nicht. Ich kann jetzt aber auch eine Axt fallen lassen, da habe ich einen Inventarplatz frei. Vielleicht finden wir irgendwo eine Truhe oder so. Irgendwann. Wir vergrößern unser Inventar.
steht also dem Essen. Hier auf dem Tisch. Das Essen. Schön ein paar Zwiebeln. Ich hab schon was gekocht, jetzt der Einfachheit halber. Mahlzeit bereit. Pilze, logischerweise. Ah, bin so ziemlich satt. Rezeptliste, was kann ich denn noch? Zerstörte Kartenstein. Dann benötigen wir noch ein bisschen Stein. Einen schwarzen Diamant brauchen wir dafür. Ja, Stein haben wir genügend. A dwarven chest. Let's get you open. See what you're keeping secret. Ich hab die Schmiede restauriert. Dann machen wir doch einfach mal einen Schlüssel für Oris Truhe. Und einen Schmelzofen. Da brauchen wir noch einen Diamanten für, um den Kartenstein zu restaurieren. Oh, ich habe Kohle erhalten. Schmeiß mir das raus. Und nehme den Schlüssel für Oris Truhe. So. Was da wohl drin sein mag. Kohle. Geld. Lembas. Geld. Lembasbrot. Vielleicht kann ich da ein bisschen Zeug ablegen. Eine Truhe. Den Samen kann ich leider nicht ablegen. Leg mir erstmal die Pfeile hier ab. Wenn wir sie brauchen, können wir sie wiederholen. Ne, geht gar nicht. Ich kann sie nur fallen lassen. Ja, Pfeile brauchen wir nicht. Falls du sie mitnehmen willst. Ich brauch sie gerade auch nicht. Und Braten. Braten können wir herstellen, aber dazu haben wir. Jetzt brauchen wir noch Fleisch. Ein Pilz abzu. Stell mal ein paar Pilztöpfe her. Man kann doch schon so ein paar Sachen hier craften. Kann ich eine Kiste craften, da ich aber nichts in fucking Oris Kiste reinstopfen kann. Holzkiste! Woo! Cool. Ist das jetzt unsere Basis hier, oder? Ich würde so viele verschiedene Bohrobjekte wie hier sind, wie rotiere ich das? Okay. So rum. Verschluckt. Okay, dann packe ich mal den Scheiß, den ich jetzt gerade nicht benötige. Alles in die Kiste. Kann ich den Pilz in den Topf auch reinstecken oder müssen wir. Ich glaube, den kann man nur so direkt essen. Okay, ich habe Pilzsuppe gemacht. Gold kann da auch rein. Und ich habe zwei davon schon gegessen. Obwohl ich es nicht gebraucht hätte. Und Braten. Aus irgendeinem Grund kann ich jetzt Braten herstellen. Mittagessen, Abendessen. Verarbeiten. Esstisch muss abgeräumt werden, bevor. Ah, okay. Wir müssen erst mal aufessen, bevor wir was Neues kochen können. Oh, ein Schwert kann ich herstellen und ein Eisenhammer. Stell mal einen Eisenhammer her. Ich hab einen Eisenhammer. Willst du auch einen? Hab schon einen. Fürs Eisenschwert reicht's da nicht mehr aus. Common tool reuse rebuild statues and restore damage buildings. Okay. Da brauchen wir noch einen Eisenbarren und Hautfetzen. Und einen schwarzen Diamant müssen wir irgendwo finden. Ja, mit Eisenerz können wir auch einen Eisenbarren herstellen dann. Ich tu mal was in deine Truhe. Ein Heldenarmband. Und die kann man zum Glück stacken.
glaube, die Baumaterialien, das ist mal hier drin. Baumaterialien nehme ich mit, alleine schon, weil es doch nicht schaden kann, zwischenzeitlich mal eine Plattform setzen zu können oder sowas. Hm. Fenchelsamen habe ich jetzt noch eingepackt. Spezialsachen mal habe ich mal da gelassen. Können wir hier irgendwo was anbauen? Weil ich habe Fenchelsamen gefunden. Ich sehe Wölfe. Oha. Die kommen gerade rüber. Hauen wir ihn aufs Maul. Auf geht's. Nur das Essen. Die verpuffen ziemlich. Flash. Mir ist gerade meine Axt verreckt. Oh, der Rad ist wieder da. Wie pass mit ihm? Arik, what's news? There's no way west. No way out. Da hinten ist irgend so ein Viech im Dunkeln. Pass denn. Must go east. Long journey, you must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way further. I will scout ahead. Stay alive. With luck, we'll exit the Dimrill Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Ich hab schon wieder Pfeile. Tschüss, Arik. Ich muss mir gerade eine neue Axt machen. Ich auch gleich. Und eine Wandfackel können wir herrschen. Feuerstelle, kleine Feuerstelle. Ständige Feuerstelle, Schmelzofen, Schmiede. Und Lagertisch kann ich herstellen. Und eine neue Truhe. Dann können wir jetzt Lager hier machen. Falls die Kiste voll ist, stell ich mal eine zweite hin. Immer diese scheiß Orks, die irgendwo aufploppen, einfach nur um zu gucken. Drecksviecher. Ich hab ein paar Kisten hergestellt. Guck mal, Zeugs lagern. Viele brauchen wir, glaube ich, noch erstmal nicht. Wird aktuell erstmal halbwegs sparsam mit Material umgehen. Okay. Solange wir, ja gut, ich glaube, können wir vielleicht schon mal gerade im Umkreis, aber trotzdem. Na, dann kann ich vielleicht schon mal die Pfeile lagern, die es hier gibt. Jetzt. Was haben wir denn? Fast eine kaputte Axt brauchst, ich habe eine. Schon eine kaputte Axt im in der Kiste liegen. Das Schild haben wir aber auch noch nicht gebraucht. Fleisch. Ich lager hier mal ein paar Pfeile. Aha. Wir brauchen noch einen Hautfetzen und einen Eisenbarren. Können wir uns Eisenschwerter machen. Wo bist du jetzt unterwegs?
bisschen in die Dunkelheit abgedüst und setze ein paar Fackeln, damit man mal irgendwas sieht hier. Kostet Gott sei Dank nicht viel Material. Okay, ich sammle hier ein paar Pfeile ein. Ich habe fallen lassen, damit man hier liegt in die Kisten. Vielleicht werden wir es später brauchen. Neunundzwanzig Pfeile haben wir hier. Also höre ich hier einen Goblin. Ich komme mal zu dir. Hier drüben bist du. Muss Nakan von Uris Linie. Uris Linie. Diese Musnakan gehört zu Uris Linie. Vieles von seiner Familiengeschichte ist verloren gegangen. Und das beweist, dass sie sich schon im zweiten Zeitalter in Westtor angesiedelt hatten. Die Statuette seiner Familie müssen irgendwo in der Nähe sein. Ich sollte sie zu ihren Ehrenplätzen zurückbringen. Aber wir müssen, wir haben eine Sidequest, wir müssen eine Figur finden. Diese zwergische Familienlinie fertigt Ebenbilder für ihre Verwandten in Form von steinernen Statuetten an. Ein Nutznakan ist ein traditioneller Tisch, an dem sich die Familie am zweiten Vollmond nach Doriens Tag versammelt, um gemeinsam zu feiern und die Ahnen zu preisen. Als Khazad-dûm fiel, waren die viele Zwerge gezwungen, ihre Musnakan-Statuetten zurückzulassen, sie zu finden und zurückzubringen. Er stieß das geheime Wissen dieser Familie. Aha. Ah, Bettzeug können wir irgendwo platzieren. Ich habe hier noch das alte Lager. Weißt du, wie man Bettzeug platziert? Das Baumenü ist B. Bettzeug habe ich noch nicht gefunden. Ist das erste Item in der Liste, wenn du hochscrollst. Aha, Bettzeug. Stoffreste. Na dann hier direkt am Feuer. Lame. Perfekt. Beansprucht. Tutorial abgeschlossen. Yay. Schmiedeort, Forge und Iron Sword. Okay. Schmiede-Eisenschwert. Was fehlt mir denn noch? Eisen. Ah. Hier können wir schlafen gehen. Mir fehlt auch noch Eisen und Hautfetzen. Falls du irgendwo Hautfetzen und Eisen hast. Und was macht der Hammer? Wenn ich das wüsste, dann wüsste ich das. Schon am Singen. Geh mal hier weiter. Das ist irgendeine Questmarkierung. Oh, Pilze. Hier ist ein Suchgebiet. Ah, hier sind hier Wölfe. Und irgendwelche riesigen Ratten. Ich werde angegriffen.
Hautreste habe ich noch keine bekommen. Das kriegen wir von den Ratten. Ich bin beschäftigt, lautstark zu singen, also von daher. Das kriegen wir von den Ratten, die Hautreste. Nein, nur Fleisch. Müdigkeit. Oh ja, wir sollten schlafen gehen. Zumindest ich sollte das. Ich kann nicht mehr sprinten. Eisenerz. Oh, ich habe Eisenerz. Baue ich gerade selbst ab. Ich bin gerade in der Ore Frenzy, also braucht gerade die Spitzhacke bei mir keine Ausdauer mehr. Und Hautfetzen habe ich noch nicht. Weißt du, wo das herbekommen? Hab's noch nicht gesucht. Ich geh mal hin. Ah, du musst mitkommen. Wir können gemeinsam schlafen. Komm mal, Pen. Ich komm gleich rüber. Wie viel Eisenerz habe ich jetzt? Eine Menge. Gut. Komm, Pen. Na gut, weil du es bist. Schön, wir leben. Ich glaube, das Essen ist ein bisschen vergammelt. Ja. Ich kann mal Braten machen. Zwei Portionen. Hast noch einen Eisenbahn und ein Hautfetzen für mich? Ich habe Eisenerz. Ich auch. Da müssen wir aber durch den Schmelzofen. Eisenbahn stehe ich gerade her. So, Essen ist fertig. Das macht ordentlich das, der Braten. Okay, wir haben also nicht so viel Kohle. Ich kann Kohle herstellen. Das wäre praktisch, weil ich habe noch 30 Eisenerz. Knapp. Im Feuer kann ich Kohle herstellen. Na dann. Ja. Gute ich mal das Frühstück. Und Kohle gibt's glaube ich auch hier. Nee, nicht mehr. Ist leer die Palette. Wofür brauchst du Kohle? Ich wollte noch mehr Eisen ansetzen. Na, ja, brauchen wir Hautfetzen für. Also das Schild der Eisenberge können wir herstellen. Wir sollen ein Schwert herstellen. Einfach erstmal, ja, das erstmal Schwert, dann das Schild. Und hier in den Truhen sind noch zwei, in der Truhe sind noch zwei Eisenbahnen. Nimm mal die hier. Die Eisenbahn habe ich noch, woran es mir gerade schabert, ist die Heizgrabs, also die Hautfetzen. Wie das im Deutschen und hier sind noch ne, und hier sind noch 19 Kohle in der Kiste. Also, oh, Kohle, ist, Kohle ist nicht alle. Na gut, ich brauche hauptsächlich Hautfetzen. Dann schauen wir mal um, dass wir irgendwie einen finden, den wir töten können. Die Ratte hat vielleicht hier was. Ein paar Ratten. Folgen wir den Ratten. Ich
Holzstück gefunden. Fleisch. Hallo Wolf, du kriegst jetzt aufs Maul. Stoffreste. Und auch noch Holzstücke. Heizgraps. Hast du Hautstück gefunden oder was? Ja. Hab einen Wolf zerlegt, der mir sie geschenkt hat. Oder so drückt mir das noch. Ich hab Kristallwurflichte. Hier ist ein Kristallwurflicht. Was auch immer das ist. Ich habe trockenes, geräuchertes Fleisch. Interessant. Und ich habe eine Statuette von Urien. Ja, von Urien. Ach, dafür kann man den Hammer verwenden. Oh! Urgis Statue. Wenn man Statuen repariert, kriegt man Rezepte teilweise dafür. Ich kann die nicht auf dem Altar draufsetzen. Oder wie mache ich das? Ich habe eine Uris Statue. Draufgucken ja, und scrollen, dann kannst du auswählen, was für einen Menüpunkt du benutzen willst. Ah, Statue platzieren. Ah, sehr schön. Setzen willst. Gut, dann fehlen nur noch zwei. Hier drüben gibt's auch noch hier ein Kristallwurflicht. Hast du noch Stoff für ein zweites, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber wo hast du den Hautlappen herbekommen? Ich habe Wolf erlegt. Ich habe auch schon Wölfe erlegt, aber da kam kein Hautdings herum. Keine Ahnung, scheinbar glücksabhängig. Eisenschwert. Packen wir mal dahin. Ja, Eisenbarren und Rotfetzen brauche ich dafür. Eisenbarren haben wir ja drüben. Wo ist die ganze Kohle gelandet? Ist hier in der dritten Truhe. Hier, wo ich gerade bin. Ich packe mal da die Statuen. Jetzt nicht mehr. In dieser Truhe ist die Truhe. Jetzt. Joink. Und eine Eisenbahn habe ich hier noch. Ein Eisenbahn. Ich mache gerade eine Menge Eisenbahnen. Ich brauche drei für das Schwert. Das ist machbar. Und ein Hautfetzen. Dass ich gerade, glaube ich, 9 Stück herstelle. Ich gehe Hautfetzen jagen. Viel Glück. Was brauchst du? Black Diamond haben wir nicht. In Damium. Was bist du für ein Viech? Hautfetzen. 2 Stück. Nice. Dann bastel dir mal schnell ein Schwert. Ups. Das ist was wert. Ah, mir fehlt noch eine Eisenbahn. Ja, kann ich leider gerade nicht machen. Eisenschwert. Sehr schön.
Muss mal die Sachen hier in der Truhe lagern. Das hier gerne in die Truhe. Eine kleine wurftaugliche Fackel aus Wahlquarz habe ich gefunden. Habe ich meine Kiste gepackt. Hier sind irgendwo Goblins. Und Orks. Wo ist mein Steinschwert, wenn man es mal braucht? Er haut ab, der Goblin. Er ist eingebuddelt. Der hat unsere Fackeln zerstört. Ist hier wieder dunkel. Beschädigter. Ich kann noch ein zweites Eisenschwert herstellen. Ja, aber warum? Reicht dir deins nicht? Wenn es kaputt geht. Und eine Eisenstreitaxt. Warum haben wir noch ein Fragment für? Soll ich das Schild herstellen? Ich bevorzuge die Fackel. Bisher haben wir noch kein Schild gebraucht, also. Kiste, hallo Kiste, was gibt's in dir? Haben wir noch Eisenerz hier, dann kann ich neues Ding herstellen. Ja, hier. Hautfetzen lege ich mal in die Truhe. Und Eisen. Ein Eisenerz brauchen wir noch, um einen neuen Eisenbahn zu machen. Schau ich mal um, ob ich hier noch die letzte Statue finde. Ich habe gar keine Fackel mehr. Speerrucksack. Oh, 3 Hautfetzen für, um den Speerrucksack zu kriegen. Und Wurflicht können wir auch machen. Das Schild habe ich bisher noch nicht gebraucht. Stoffreste. Aha, hier scheint ein Tor zu sein.
Ich habe mich eventuell schon einen neuen Bereich durchgebuddelt. Marvis singt. Mich hier im Dunkeln weiter um. Viel Spaß. Ein paar Holzstücke. Ich brauche einen Eisenbahn, um hier das Reparaturstation zu reparieren. Hier ist eine Reparaturstation. Könnte man wahrscheinlich Waffen reparieren mit. Also. Wenn du hier mal einen Eisenbahn herbringst. Hier ist Kode. Ich komm mal Kohle ab. Bullwahn. Und wenn mein Inventar ist voll. Lass mal vorbeikommen, ein bisschen Kohle abholen. Ich hoffe, die despawnt nicht. Ich habe da sehr viel Kohle abgebaut. Bernstein. Mit Charakter suche ich. Sollte mal wieder was zu essen machen. Ich bewege mich wieder zurück. Mein Charakter ist scheinbar arschkalt. Meiner ist hungrig. Sollte man was zu essen herstellen. Hast du auch irgendwo ein Fleisch? Wir haben die Survival-Aspekte von diesem Spiel auch ein wenig übertrieben. Hast du irgendwo noch ein Stück Fleisch? Ich habe noch 8 Fleisch im Inventar. Dann mach mal Braten. Ich brauche hier jetzt gerade echt nicht. Der Hammer ist ja ineffektiv im Kampf. Ich schlachte sie schon ab gerade. Sehen sie schlachten uns ab. Ein bisschen in der Oberzahl. Ein beschädigtes Zeug bei sich.
Hast du die Kohle abgeholt von drüben? Nö, kam nicht hin. Mein Charakter ist immer noch arschkalt. Ja, meinem irgendwie nicht. Dieses Spiel hat mir echt zu viele verschiedene Regeln, auf die man achten muss. Und ich bin nicht ganz ehrlich. Ja. Noch geht's. Ich bin kein Freund von Survival-Spielen. Ich eigentlich auch nicht. Und das geht mir schon jetzt auf den Keks. Ich geh mal die Kohle holen. Wenn sie noch da ist. Erfolg. Wenn ich es wiederfinde. Okay, hier war sie nicht. Hautfetzen. Falls wir Hautfetzen brauchen. Hier habe ich welche. Ich habe eine Statue restauriert. Rüstung der Eisenberge, 1 von 2. Okay, wenn wir Statuen restaurieren, kriegen wir Bauanleitungen. Ja, das hatte ich vorhin schon festgestellt. Ich gehe mal, ich backtracke jetzt einfach mal ein bisschen und gucke, was es so an Statuen gibt, die wir vielleicht übersehen haben, die wir noch nicht restauriert haben. Eisenstreitaxt. Wir können jetzt Eisenstreitaxt kräften. Ich finde die Kohle nicht mehr. Gucken, ob ich mir schon mal eine Eisenspitzhacke, Eisenaxt craften kann. Keine Ahnung, wo die Kohle war. Das habe ich aus den Augen verloren. Irgendwo habe ich Kohle abgebaut. Eisenstreitaxt, jupp. Soll ich dir auch eine herstellen? Kannst du gerne machen, legst du dann einfach in die Kiste. Jupp. Hab eine für dich gemacht. Braten. Ich habe mal 2 Braten gemacht. Falls du wieder hungrig wirst. Okay, brauchen wir Eisenholz, Kasatzstahlbarren und Schanobarren. Und das Königin Barren, die wir bisher noch nicht mal kennen. Um den Königin Brautrank herzustellen. Können wir dann Alkohol herstellen. Und mal saufen. Und 2 Statuen brauchen wir hier noch.
Fleisch. Ah, hab ich Kohle gefunden. Und sie despawnt nicht. Nice. Scheinbar nicht. Ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Kohle, die nicht despawnt, ist schon mal geil. Wir haben wieder Kohle. Stehen wir mein Schild her. Viel Spaß. Das alte Schild weglegen. Da hat jemand Kohle weggeworfen. Packen wir die Kohle zur anderen Kohle. Oh nein, hier sind wieder Goblins. Weit weg. Hab ich gleich. Ich schaff das, ich glaube an dich. Hab eine Streitaxt. Oh, die macht Schaden. Yep. Die macht ordentlich Schaden, die Streitaxt. Füllt mal die, das Ziel dort. Hier ist eine Markierung für ein Suchgebiet. Oh, Müdigkeit. Ich sollte mal pennen gehen. Füße. Oh, man kann auch mit dem Schild rammen. Und komm dann. Meine Axt leuchtet pink, wenn Goblins in der Nähe sind. Oh, man kann rollen. Mit Steuern kannst du rollen. Er braucht aber gute Ausdauer. Merken für den ersten Bosskampf. Ich glaube nicht, dass es da einem großartig Invisibility Frames oder Invincibility Frames oder sowas gibt. Ich glaube nicht, dass das hier Dark Souls sein soll. Wer weiß. Also Bosskämpfe gibt's. Das weiß ich schon. Ja. Wir sollten mal pennen gehen.
kommst du mal. Und iss vorher den Braten, sonst wird er gammelig. Er wird über Nacht immer gammelig. Lieber gammelig als gimmelig. Übrigens, wir sind 217 Klafter tief. Zum Fick hatte ich gerade einen Loading Screen. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte von diesem Spiel schon irgendwie wenig mehr erwartet als fucking Scene Transitions. Es ist in der Zeit, Axt und Schwert zu schwingen. Aha. Dein Fleisch wird gammelig. Ja, hab's vergessen. Dann esse ich das halt. Ich mach mir so lange noch mal ein paar Pilze. Ich habe auch genug Fleisch, glaube ich, jetzt für ein neues. Ich gehe mal weiter der blauen Game-Markierung nach. Scheint was Wichtiges zu sein. Viel Erfolg. Ich muss erst noch was essen. Irgendwo soll es ja auch ein Elbendorf geben, was völlig unrealistisch ist, weil wir sind hier in Moria, aber Sonnenzwiebel. Hier ist ein bisschen düster. Die Nacht bricht herein. Wenn du gerade erst aufgestanden. Unser Schlafrhythmus hat mit der Tageszeit nicht viel zu gemeinsam. Aha. Ich grab mich immer durch. Da scheint es ein Suchgebiet zu geben. Stoffreste, Pilze. Ich habe einen Daimon gefunden. Hautfetzen. Sieht aus wie ein Dachs. Dreht ihn in eine Grube runter, dann kannst du sagen, der Dachs fällt. Okay. Oh, hier wächst Gras. Ah, hier kann man Sachen anpflanzen. Kannst Pilz anpflanzen und die Samen aus der Kiste holen. Hier ist irgendwie so ein unterirdischer Garten. Hier kann man Pilze neu einpflanzen. Und andere Gewächse. Au.
stellen. Ich glaube, hier ist ein Zuhörersee. Holzstücke. Mehr Fleisch gefunden. Tja. Falls du was zum Anpflanzen hast. Ich glaube, ich habe da irgendwo mal Samen gefunden. Kannst du zum Beispiel herbringen. Und hier ist Kohle. Jetzt der Kohle. Oh Scheiße, wir sind angegriffen. Wolfsangriff. Beim Kohlegraben. Ist doch gemein. Das macht man nicht. Inventar ist voll. Fantastisch. Ah, Thymiansamen. Interessant. Was kann ich denn hier wegschmeißen? Eigentlich nix. Na, jetzt kann ich die Kohle nicht mehr mitnehmen, weil das Inventar voll ist. Gibt's eine Kohle? Sehr viel Kohle gibt's hier. Kohle, Kohle, Kohle. Pilze ernten zu viel Licht. Mhm. Bist du im Quartier oder? Ja. Dann versuche ich mal zu dir zu kommen und die Kohle abzulegen. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Auf
viel Ausdauer haben wir Zwerge nicht. Warte, ich bin unterwegs. Ich helfe dir bei den Goblins. Sehe dich schon. Er gehört dir, obwohl er ist tot. Gut. Mein Inventar ist voll. Ich kann den Metallteil nicht nehmen. Zu spät. Ist der mir einfach mein Essen weg? Ich mach mal Braten. Ich hab 4 Braten gemacht. Die werden vergammeln. Ja, warum machst du auch 4 Braten? Weil es ging. Oh, Rüstung. Die Rüstung können wir, da brauchen wir aber noch ein Segment für. Ein Fragment, also wir müssen da irgendwie... schon mal hier ein paar Kohle rein. Samen. Ich nehme Samen mit, die kann man da drüben nicht anpflanzen. Ne, habe ich ja schon. Eine Münze. Wofür brauchen wir hier Münzen? Oh wow, der Braten hat echt guten Heileffekt. Fast tot zu Full Health mit einem Braten. Nicht schlecht. Holzstücke und Metallteile brauche ich, um Fackeln unterwegs zu köpfen und das Licht ein bisschen heller zu machen. Haben wir irgendwo Metallteile? Ja, hier haben wir Metallteile. 97. Das reicht jetzt mal für ein paar. Ich kann sehr viel Fackeln craften. Ich craft jetzt mal überall, wo ich bin, Fackeln dran. Muss man hier ein bisschen hell machen. Dürfte jetzt erstmal genügend haben. Die Ausdauer nervt hier. Machen wir lieber Wandfackeln, die stehen hier nicht so im Weg. Das hält mich auch nicht auf. Muhahaha. Außerdem sind die Wandfackeln echt scheiße zu platzieren. Gar nicht. Warum hängt auch eine von den Wandfackeln drüben bei uns in der Ecke aus der Wand einfach raus? Macht es einfach hier so. Hat hier super geklappt. Stimmt, Standfackeln sind vielleicht doch besser. Aber mach sie nicht mitten im Gang. Ich versteck's hinter der Statue. Jetzt leuchtet bei dem der Schritt. Sehr schön.
Ein Dachs. Ein Wolf. Ah, hier ist noch ein Suchgebiet. Beziehungsweise das Suchgebiet. Bei dem relativ nah. Grab nicht mal durch. Ich habe den letzten von Oris Mustnackern gefunden. Cool. Cranberries. Was gibt's dafür? Das ist ein Ziel abgeschlossen. Ich habe eine Abkürzung genommen, scheinbar. Das Bruchstück der Axt. Jetzt ein Bruchstück der Axt. Hier scheint es was Spannendes zu geben. Abkürzung zu den Minen. Ah, okay. Nachricht des Königs. Auf Befehl von König Durin dem III. Ist dieser Bereich des Zirakzgil allen versagt. Wer sich ihm widersetzt, soll im Exil über seine Taten nachdenken. Hier sollten wir hin. Ich glaube, das ist schon, das ist eine Abkürzung, hier ist schon ein schwererer Bereich. Ein Zauberzeichen. Ich habe gerne das Markierung gefunden. Diese Runen sind die Zeichen des Zauberers Tarkun. Hier steht geschrieben, die Magie der Elben ist stark hier. Ein Zauberer sucht nach Treien. Gandalf. Die Rune hat kein Zwerg gefertigt. Sie ist die Zeichen des Zauberers Tarkun, den die meisten Gandalf heißen. Er muss diese Markierung auf seiner Reise nach Treien, seine Suche nach Treien hinterlassen haben, damit ein Zwerg sie finden kann. Aber weshalb? So oder so mögen Gandalfs Zeichen Hinweise darauf zu geben, was sich in der dunklen Tiefen von Moria verbirgt. Aha. Hier gibt es starke Magie. Hier sollten wir also unbedingt weiter. Kommst du mal mit? Ich bin am Singen. Ups. Ui. Hier ist das Elfendorf. Kiste. Irgendwas Interessantes drin. Ich warte auf dich. Da gehe ich nicht alleine rein. Wollen wir mal nicht so sein. Kannst du mal ein paar Fackeln platzieren? Das Elbenviertel. Sind das Elben da unten oder Goblins?
Und hier ist eine Statue. Mach Heile. Ich habe zu wenig Stein dafür. Hast du noch Stein dabei? Okay, ich habe noch Stein in rauen Mengen. Mach mal Heile. Achievement, Discover the Elven Quarter. Ja, habe ich auch gerade bekommen. Oh, ich brauche den Stahlhammer. Okay. Nee, kann ich nicht reparieren. Ich habe einen Stahlhammer, oder nicht? Nee, Eisenhammer. Nee, Eisenhammer. Mist. I see something ahead. Dann gehen wir mal die Elfen besuchen. Das sieht aber nicht wie Elfen aus. Sieht mir nach Orks aus. Helpgoblin. Ich bin tot. Warum bist du tot? Weil ich erschlagen wurde, logischerweise. Wozu hast du dich erschlagen lassen? Spielspaß und Freude. Ah, bin auch tot. Na dann, die and reawaken. Ah, wieder im Lager. So ein Mist. Und mein Inventar ist verloren, so ein Scheiß. Müssen wir das jetzt von dort drüben wiederholen, oder? Ich weiß es nicht. Mein komplettes Inventar ist leer. Ich hoffe, das können wir jetzt von dort wiederholen. Ich hoffe, das nicht instant respawnt. Sonst wird das wirklich. Chat. Ah, ich habe eine Todesmarkierung. Da können wir hinrennen. Hoffentlich sind da die Items. Fände ich ein bisschen scheiße, wenn das Zeug jetzt weg ist und das neu craften müssen. Ah, ich habe fast alle Orks besiegt. Da müssten nur noch ein. Einer müsste nur noch leben. Das wird hier von sehr vielen Tieren bewacht. Bist du schon wieder dort, oder? Nö, ich laufe ganz gemütlich rüber. Ich hoffe jetzt ernsthaft, dass mein Zeug hier ist. Bring mal 20 Steine mit. Wir haben immer noch keinen Stahlhammer. Ach so, stimmt. Ich vergaß. Ich hoffe, den muss ich jetzt nicht mit der Faust besiegen. Den letzten Ork. Es sind wieder drei. Die sind auch despawned. Deine Truhe. Ah, ich habe mein Zeug wieder. Sehr schön. Sprich mal deine Hilfe. Ich bin noch nicht. Bin jetzt gerade erst auf den Map-Bereich gekommen. Oh shit. Am Ende wird das ein bisschen schwierig. Hab einen getötet. Ja, ich glaube, hier soll man noch nicht sein. Scheiß drauf.
Und ich bin auch wieder tot. Ich laufe wieder hin. Ich sehe nur meinen Bart noch glitschen an der Leiche. Vielleicht, wenn wir gemeinsam dort wären, wäre das mal ein bisschen produktiver. Wir waren vorhin auch gemeinsam dort und sind gestorben. Die werden sich doch irgendwie besiegen lassen. Ich hab keinen blassen Dunst. Vielleicht müssen wir erstmal einen Bogen besorgen und dann per Fernkampf angreifen. Für die Minen von Moria hat das Ding aber schon verdammt viele Fenster. Ziemlich hell hier. Und dafür, dass ich die ganze Zeit zu suchen, durch Durins Tor reinzukommen, könnten sie auch genauso gut einfach mal durch ein Fenster reinknacken. Tja. Kann man so Blumen pflücken wiederbeleben? Ich hoffe. Weil ich lieg noch hier, ich hab mir noch nicht respawned. Ah, okay. Wenn ich dich finde. Hier ist erstmal mein Zeug. Erstmal die Rüstung. Jetzt sollen wir erstmal eine Rüstung holen und dann. Wo liegst du denn? Du läufst gerade in die falsche Richtung. Rechts. Ah, da bist du. Ich glaube, ich sehe dich. Scheiße. Ja, ich kann dich wiederbeleben. Versuch's zumindest. Ich werde aber dabei gerade selbst abgemurkst. Bist wieder am Leben? Dann kannst du mich mal wiederbeleben. Ich renne mal kurz ein bisschen in der Gegend rum und flöße mir Essen ein. Ich bin, glaube ich, despawned, oder? Ja, ich bin schon wieder hier. Ich kann dich wiederbeleben, aber du mich scheinbar nicht. Wenn du nicht, ich kann dich nicht wiederbeleben, wenn du auf E drückst. Okay. Das ist der Punkt. Vielleicht können wir uns gegenseitig. Wenn du einfach nur liegen bleibst, kannst du. Mach es vielleicht mal so. Es ist besser, als immer wieder hin und her zu rennen. Das wäre auch ein bisschen praktischer. Das Ganze. Das wäre eine Taktik, da man sich dann gegenseitig wiederholen kann. Dann können wir das vielleicht besser schaffen. Bin unterwegs. Und Grabsteine gibt es auch, dass man sein Zeug wieder kriegen kann. Vielleicht schaffen wir es dann mal gemeinsam. Wollen wir uns wiederholen. Ich bin hier. Ich habe das nochmal nicht mein Zeug. Ich muss erstmal mein Zeug holen. Das ist unpraktisch. Noch einer weniger. Er sollte hier durch immer mit Rüstung reinkommen. Und der letzte ist auch weg. Wir haben's. Den
jedenfalls an der linken Seite haben wir es. Da sind noch mehr. Nicht, da hinten sind noch mehr, aber hier sind auch noch welche und weiter hinten sind auch noch welche und überall sind noch welche. Ich habe nur mein Schwert voll. Ich habe mein Schwert verloren. Ah, da ist mein Schwert. Ich brauche bald ein neues. Wollen wir weiterkämpfen? Ich habe nicht sehr viel Health, aber... Hier unten sind noch welche. Die kriegen wir. Ich habe jetzt zwei. Ah, ich kann die umstoßen mit meinem Schild. Vielleicht können wir sie so besiegen. Einen habe ich jetzt schon dadurch. Sehr praktisch. Ja, das ist eine gute Taktik. Du kannst sie mit dem Schild umwerfen und dann mit dem Schwert angreifen. Ich habe die Kiste aufgemacht. Was haben wir denn Schönes? Geld. Mein Inventar ist voll. Aber meinst du auch? Geld. Eisenerz. Okay. Die Samen kann ich wegwerfen. Ein Elbenpfeil, den nehme ich mal mit. Tausch gegen den Stein. Eww, was ist das hier? Ach ja. Neue Statuen, die wir finden müssen. Dieser Mutznakan gehört zu den Linien des legendären Handwerkers Narvi. Es scheint, als hätten sie so lange mit Elben zusammengearbeitet, zusammengelebt, dass selbst der Mutznakan der Familie im Elbenviertel steht. Diese Statuetten sind seiner Familie, müssen irgendwo in der Nähe sein. Ich sollte sie zu ihren Plätzen zurückbringen. Okay. Müssen wieder Figürchen finden. Was hast du denn für den letzten gekriegt? Was? Gar nichts. Ich war noch nicht da. Du warst so auf und weg und davon und da kam ich nicht dazu, großartig das Ding mal zurückzubringen. Ich dachte, du hättest das schon geschafft. Nö. Und hier ist ein großer Hirsch. Und hier sind noch ein paar stärkere. Könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Kann ich aber nicht, ich gehe nämlich gerade zurück. Ich bin tot. Schön, dass du Dinge angreifst, wenn dir klar ist, dass ich zurückgehe. So, wenn ich klar, kommst du her? Ich warte, um wiederbelebt zu werden. Ja, mir den Unklarer zu klären. Mensch, ey. Ich bring jetzt erstmal meinen Kram weg und dann komme ich wieder, aber... Na, lass mich, dann laufe ich da nochmal den ganzen Weg hin. Oh. Ich sehe, du bist respawned. Hab ich doch gesagt. Ja, ich sehe bloß gerade, ist bis bloß gerade erst gerade jetzt aufgeploppt. Wenn du mal hier bist, kannst du mir die Statue zurückbringen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zurückgehe. Ah, meine Ausrüstung liegt da drüben, deswegen ich muss da wieder hin. Mein Inventar liegt dort.
Dann gucken wir noch mal. Aha. Oh, das Ding kann man nicht aufmachen. Ah, das Geld drin, 20 Geld drin. Baupläne, oh cool, Baupläne. Lass mich das nehmen, ich hab mein Inventar leer. Erbschild. Lohnt sich also doch die Dingerzunge. Halbwegs jedenfalls. Baukunst. Foliant. Ah, ich hab keinen Rucksack, deswegen. Du hast Zeug mitgenommen? Die Baupläne? Ich mach mir einen Steak. Hast du die Baupläne mitgenommen? Weil bei mir sind es nicht mehr. Die Baupläne habe ich direkt gelernt. Wir haben die jetzt beide im Inventar von Sachen, die wir bauen. Okay. Können. Ich leg mal das Zeug hier in die Truhe. Okay, es hat nicht viel. Neue Waffen haben wir nicht. Wie viel haben wir denn? Fast 9. Ja gut, dann mache ich mich aber auch in Kürze wieder. Aber eine halbe Stunde können wir noch. Ich muss um 5 wieder aufstehen. Ah, okay. Na komm, lass uns noch das Ork lange klären. Da ist mein Inventar zumindest. Ein Inventar sollte einsammelbar sein, ja. So, erstmal was futtern. Komm, lass uns gemeinsam das Oklager klären. Die kennst du dich davon machen? Vielleicht spieß ich da noch ein halbes Stündchen weiter. Mal schauen. Oh ja, musst du selbst wissen. Bisher finde ich dieses Spiel noch nicht so wirklich überragend. Ja, vielleicht wird's ja noch. Also vom Gameplay-Loop her ist es schon ziemlich meh, also gehe ich nicht davon aus, dass die Story da noch viel hinterherbringt. Dann bist du am Freitag nicht mit dabei, oder? Ich bin mir nicht sicher. Bisher finde ich dieses Spiel halt einfach echt nicht gut. Ja. Man langweilig finde ich es jetzt nicht. Für eine Bausandbox hat es bisher sehr wenig Sandbox. Weil wir noch nicht die Rezepte freigeschaltet haben. Bis auf das bisschen am Anfang ist auch nicht wirklich Story drin. Jetzt haben wir hier erstmal einen Elbendorf erkannt. Ja gut, Elben. Orks sind ja auch nur eine Art von Elben. Stimmt, und die haben wir noch nicht begegnet, die sind immer noch nicht begegnet. Nur kommt dann's. Dann muss ich vielleicht noch ein bisschen alleine weiterspielen, wenn du nicht dabei bist. Oh, mal gucken. Naja, ist sowieso jetzt erstmal noch. Sind ja sowieso nur 4 Streams danach, ist ja. Beziehungsweise 5 Streams. Danach ist bei mir sowieso erst nochmal was anderes. Ist sowieso erstmal noch limitiert. Hoppla. Ja, hallo Wolf. Oh, stimmt, da war keine Treppe. Verdammt. Scheiße. Ich werde hier wieder von allen Seiten abgeschlachtet. Hilfe. Die sind ein bisschen mächtiger. Und ich bin wieder tot.
Ich guck mal, ob ich dich finde. Bin schon wieder despawned. Oh, na dann entlohnt sich's eh nicht. Na dann, wenn du weg musst und nicht mehr weißt, ob du nächstes Mal noch wiederkommst, dann stopf mal dein Inventar in eine Truhe. Dann oh wow, die Dreckskerle in der Mitte sind wieder respawned. Ja. Und das direkt vor meinen Augen. Tolle Programmierung hier. Respawn die alle, oder? Ich hoffe nicht. Nur ein Teil. Also es sind 3 Stück sind wieder in der Mitte da. Ich bin bei denen dort hinten. Ich gehe zurück ins Lager und pack da mein ganzes Inventar hin. Kannst du wieder haben, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Aber wenn nicht, dann kann ich damit wenigstens was anfangen. Ja, ich habe einen verdammt großen Haufen Steine und sowas im Inventar. Kohl. Wäre schön, wenn du wieder mit dabei wärst. Gucken wir mal. Zu zweit macht das doppelt so viel Spaß. Oh, es ist Nacht im Elbendorf. Insgesamt halt Nacht. Ne, da bist du. Das ist witzig. Ich sammle gerade Kohl. Ich finde es noch irgendwo ein E, was du dranhängen kannst. Irgendwo liegt da noch eine Münze rum, also von daher. Die Ausdauer ist echt ein bisschen nervig, aber. Sind halt Zwerge. Ach komm, ich krieg die hinten hier noch. Wo ist mein Schild? Natürlich habe ich mein Schild hier gerade nicht dabei. Das ist doch nervtötend. Ohne Schild wird das hier nichts. Hau ab. Das kann ich fallen lassen. Oh Gott, jetzt bin ich hier gestorben. Bist nicht gerade da? Nope. Also zweit macht das Kämpfen hier noch halbwegs Sinn. Kann man sich wiederholen und so, aber alleine. Ich glaube, da macht das erstmal Sinn, da wegzurennen und da später wieder zu kommen, weil ich glaube, die sind ein bisschen zu hoch momentan. Wir müssen erstmal eine Rüstung finden, eine Rüstung craften und dann können wir da nochmal eine Rüstung, wenn man da ein bisschen Schutz hat, nicht ganz ausgeliefert ist. Dann kann man da nochmal hinkommen. Ich glaube, das ist das Ding. Es hieß ja auch Abkürzung, was ich da gegraben habe. Wir sind dann im. Hi. Wir sind dann im Gebiet, wo wir, glaube ich, noch nicht hin sollen. Deswegen erstmal noch hier ein bisschen. Ich hole auch mein Zeug und dann. Gehe ich erstmal zurück ins Lager. Das wird so nix. Es muss schwer sein, Zeug richtig zu looten, wenn man da nicht einer von den Orks umgeben ist. Halbgoblins.
Mein Schwert ist auch fast kaputt. Muss man wahrscheinlich bald ein neues Schwert schmieden. Hast du den Schnellreisestein oder was war das, wo die eben hat? Die Schnellreisesteine gibt es hier nicht. Ich glaube nicht. Okay. Lass die Münze mal fallen. Keine Ahnung, wofür wir die noch brauchen. Hab einfach meinen Rucksack ausgezogen, der liegt da jetzt im Lager. Nicht, dass der despawnt. Sollte nicht, glaube ich. Ah, das ist das Schild. Der Schild. Ah, ich habe alles wieder. Dann weg hier. Nix wie weg. Bekämpfen wir später, wenn ich eine Rüstung habe. Fackel fallen lassen. Hängt noch sehr viel Zeug rum. Was du gleich mal fallen hast lassen oder die Orks haben es fallen lassen. Und mein Inventar ist zu voll. Ich komme zurück ins Lager. Ich brauche was zu essen. Mach schon mal einen Braten. Hilfe, ich weiß nicht mehr, wo es zurückgeht. Ja, hier geht's lang. Gebiet nach Bruchstück der Axt durchsuchen. Da muss irgendwo ein Bruchstück der Axt sein. Da könnte man mal suchen nach. Bist du gerade im Lager? Oder? Wie gesagt, bin schon raus. Ah, du bist schon raus. Hab ich nicht gehört. Ist nicht angekommen. Da muss das Lager jetzt ohne dich finden. Du warst immer so ein guter Wegmarker. Wenn du M drückst, kriegst du eine Karte angezeigt. Ah, auch gut. Das Lager ist da, wo die Feuerstelle. Feuer eingezeichnet ist, genau. Ah, bin ich ja fast da. Und dort hinten. Na dann. Vielleicht bis Freitag. Mal gucken. Also bisher reizt mich das Spiel nicht so wirklich. Ja. Ich denke, ich würde es jetzt mal auch ohne dich mal die fünf Streams würde ich jetzt noch mal machen und ja, dann ist eh ein Life Strange drin und danach ja mal schauen. Danach vielleicht ein anderes Spiel. Vielleicht reichen 5 Streams hierfür raus. Jo, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Spaß.
Tschüss. Ciao, ciao. Ich sollte mal wieder eine Fackel holen. Und die Fackel ist ziemlich düster. Episches Grundzeug. Schwert, Spitzhacke. Das muss ich alles mal neu craften. Geröstete Moosbeeren. Warum bloß halt Moosbeeren für? Ich hoffe, der Rucksack despawnt nicht. Mit der Eisenstreitaxt war gar nicht nötig. Die andere Axt ist gleich fertig, ist gleich kaputt. Das Schwert will ich nicht brauchen. Crafting, Behelfsaxt. So. Hier ist mein Schild. Sehr schön. Zeit zum Pennen. Kann ich noch eine Truhe bauen? Hier eine mal kurz meinen Inventar rein. Damit ich den Rucksack aufheben kann. Dass man die Truhe reinpacken kann. Ach so, ja, hier Fleisch. Thank you.
das Mouse Inventar mal eingelagert. Eine Fackel bräuchte ich noch. Sehr gut. Wieder ausgerüstet. Dann schaue ich mal, was hier noch. Ob ich da vielleicht noch was anderes finden können. Da gab es noch irgendwas mit einer Axtsplitter-Sache. Aus irgendeinem Grund bin ich wieder hungrig. Ich habe noch Pilz dabei. Fleisch gibt es ja immer wieder. Fleisch geht uns ja nicht aus. Pilz auch nicht. Durins Hochstraße. Ich glaube, die Axt macht ein bisschen mehr Schaden. Dazu gab es auf jeden Fall noch irgendwas mit ein zweites Ziel mit einer Axt. Nein, jetzt plus auch eine gute Markierung. Ah, hier das 20. Irgendwo hier ist. Gebiet nach Bruchstück der Axt durchsuchen. Dann suchen wir mal nach einer Axt. Ein Bruchstück. Diese irgendwo ein Bruchstück in der Axt sein. Hier war wohl eine Zwergtaverne. Da haben wir noch nichts von. Eine Statuette. Und noch eine. Drüben für den Elfen links. Oh, hier ist Musnarkan-Statuette. Nee, das war irgendwer anders, das war nicht Ori. Das finde ich ganz andere Schrein. Oh, Durin sagst. 1 von 5. Das erste Bruchstück der Axt. Ich habe im Westtor ein Bruchstück von Durins Axt gefunden.
Es scheint sich um den Griff der Axt zu handeln. Ich vermag nicht genau zu sagen, aus welchen Materialien er gefertigt ist. Es sind einige Runen zu sehen, und der Zahn der Zeit hat ihnen zugesetzt, sodass sie nicht mehr richtig lesbar sind. Doch sind sie eindeutig uralt und strahlen immense Macht aus. Warum der Griff wohl abgebrochen wurde, mein Bauchgefühl sagt mir immer noch, dass wir diese Waffe benötigen werden. Ja, das wird eine legendäre Waffe werden, die wir nun alle fünf Teile gemacht haben, mit wertvollem Erz zusammenschmieden können. Uris Tagebuch. Ich fand ein Pergament mit elbischer Schrift. Durins Tag 3Z2989. Badin entsandte fünf von uns Außenposten in den fernsten Winkeln Morias zu erreichen. Hier beginnen wir unsere Suche, Uri. Wolf. Das ist ja fies. Einfach überfallen. Fiese Nummer. War hier gerade am Lesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Eisen. Stein. Was ist hier für Baumkunstfoliant? Kann man die irgendwie benutzen, diese? Ja, damit kann ich die Stärke erhöhen. Zehn Steine muss es doch hier irgendwo geben. Natürlich keine im Inventar. Ansonsten noch ein anderes Ziel. Tor zu Durins Hochstraße. Das werde ich nicht mehr heute erkunden. Ich sollte mal Stein mit ins Inventar nehmen. Kommt mal immer wieder an Statuen vorbei. Besser ist, dass man die mal dann reparieren kann. Gleich da.
Fleisch geht uns hier nicht aus. Ich habe gerade schon wieder 4 Stück bekommen. Was macht man hiermit? Sieht fast wie so ein Lesepult aus. Noch eine Eisenbahn. Fleisch haben wir jetzt einiges. Gerüstete Moosbeeren versuche ich mal. Erbschild. Ein starker Eisenschild, der eine lange verlorene Bauweise aufweist. Nehme ich mal. Für die Rüstung brauchen wir noch. Lass mal die Statuen aufbauen. Fruchtgrad. Grad 2. Ja, sehr gut, dann nehme ich doch das hier. Nehme das andere Schild hier erstmal ab. Sehr nahrreich. Sieht prachtvoll aus, das Schild. Also Steine wollte ich mitnehmen. Steine. Hier sind Steine. Das Eisenerz könnte ich mir erstmal in die Schmiede packen. Noch ein bisschen Stein drin. Die ist leer. Hier ist Stein drin. Ich habe den Stein wieder irgendwo anders abgelegt. Bin verwirrt.
Hier ist jetzt 48 Stein. Mein Inventar sind 48 Stein. Das ist mein Inventar. Habe ich den nicht gerade eben irgendwo 77 Steine gesehen? Ich komme eventuell mit dem Inventar ein bisschen durcheinander. Die enge Statue finde ich noch. Weiß gar nicht mehr, wo die war, aber. Ach, Kälte hier. Ja. Einfach weiterlaufen. Drüben beim Elfenreich gab es auch noch eine Statue. Ich kann die noch reparieren. Da gibt es bestimmt was für. Geht's weiter zum Tor nach Dorinstraße. Moment, Fackel ist wohl kaputt. Und ich habe keine Holzstücke. Hier irgendwo ein Zwerg. Sieht man im Dunkeln natürlich nicht. Hier ist ein paar Holzstücke. Sehr schön. Wo habe ich denn diese Statue gefunden? Stein habe ich noch bei mir. Gehen wir mal die im Elbendorf reparieren. Gab es glaube ich auch noch eine. Das war die glaube ich. Handschuh der Eisenberge. Ich bringe die andere die Rüstung. In der Tag-Nacht-Wechsel ist hier schon mal sehr schön. Mit Stahl haben wir, ich vergaß. Wo kriegen wir den her? Da muss hier irgendwo noch eine andere Statue sein, in dem Bereich dort, wo wir die Rüstung herkriegen. Ich guck mal hier. Wer denkt mal, dass die hier so rumsteht? Und Stücke. Nö.
Würde ich mal sagen, dass das nächste große Ziel erstmal. Ich würde mal erstmal Richtung hier da drüben gehen. Tor zur Durins Hochstraße. Das Elfendorf ist dann vielleicht doch ein bisschen heftig für den Anfang. Da muss dann, wenn ich eine Rüstung habe, wieder herkommen. Wie gesagt, der Schild war schon sehr genial. Der hat schon geholfen, wie man noch mit der Rüstung, dann kommt es dann Metzen Body nieder. Schau nach Statuen. Die Statuen bringen uns halt weiter. Hier ist eine. Da ist die Rüstung. Es muss nur das Material haben, die zu kräften. Im Dorf, wenn ich eine Rüstung habe. Ich hoffe doch, dass die Rüstung irgendwas bringt. Wird dämlich, wenn nicht. Man kann dann irgendwann, vielleicht wenn man den Elbenhain geklärt hat, dass man da vielleicht dann irgendwie ein Lager aufstellen kann. Dass man mehrere Lager haben kann. Man ständig hin und her für dann weiter entfernte Wege ist auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Scheiße, das Essen verdorben. Machen wir nur eins. Die Rüstung. Kann ich schmieden. Sehr schön. Und die Handschuhe hoch? Nee, da brauchen wir noch eine Eisenbahn für. Hier keine mehr drin. Vermutlich werden automatisch verbraucht. Ah, hier ist noch ein Eisenbahn. Ich glaube, das ist derjenige. Yep, hier drei braucht man dafür. Eine Zweier. Eisenerz. Eisenerz. Eisenerz kriegen wir aber irgendwoher. Die Rüstung ist jetzt mal sehr fein. Ein einfacher Kürsas, 100% Haltbarkeit. Grad 1 Rüstung. Kyras, der zum Schutz beim Bergbau und im Kampf taugt. Zwerge der Eisenberge schwören darauf. Er bringt vielleicht ein bisschen was beim Goblins. Ist hier noch was abzubauen? Vielleicht ein bisschen Eisen. Finden wir nur noch eine Eisenader. Hier wurde von Marv schon abgeräumt.
Jetzt so viel zu der Rüstung, also ja, viel bringt die nicht. Ist jetzt schon gedamaged. Dann renne ich da mal lieber hier sofort mal rein. Mit Schild und Rüstung versuchen wir nochmal einen Try. Bei den Elben. Was macht denn hier eigentlich mehr Schaden? Steht hier nichts mit Schaden irgendwie. Ich glaube, die Eisenstreitaxt, die hat so, die macht glaube ich so 16 und das Schwert 11 irgendwie. Sieht man irgendwie bei den Wölfen, wenn man es probiert. Dann latsche ich da mal noch mal rein. Und wieder Tag hier. Autsch. Hat sich irgendjemand mit einem Pfeil getroffen. Schau ich mal bei denen dort hinten rein. Smell that. Smells like elf. How can you smell it? Okay, einen habe ich. Zwei gegen einen ist halt ordentlich unfair. Ist auch noch ein Wolf dazu. Den zweiten habe ich. Das wird was. Der dritte. Und den Wolf kriegen wir auch noch. Inventar voll. Kriegt hier ein bisschen Gold und Jade. Ich nehme es so mit. Eben Pfeil. Kann man ja sofort einsetzen. Ich hoffe, das schützt permanent. Weil sonst, wenn ich das nur spontan so einsetze, dann wird das nichts. Jetzt kann ich die anderen hier unten auch noch abmetzeln. Ich hoffe, das ist nicht zu viel gewollt.
Okay, der eine ist weg. Na komm. Da geht der. Bin der Todesnah. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Das hilft vielleicht. Nicht wirklich. Ich glaube, ich regeneriere langsam. Jetzt nur von nichts angegriffen werde. Kann das vielleicht Rohr verspachteln? Ein Gift. Ja, das ist jetzt sehr hilfreich, das Gift. Lass mich hier bitte nicht krepieren. Da scheint es irgendwas zu geben. Das nehme ich da doch noch mal erstmal mit. Bevor ich krepiere. Die Orks vielleicht wieder kommen. Fehlendes Teil. Satzkurbel. Damit kann man hier den Schmelzofen anmachen. Großer Schmelzofen von Narvi. Okay. Kein Brennstoff verfügbar. Ja, mit einem. Ersatzrad. Und jetzt hier ein Wolf auftaucht, damit ich geliefert. Komme ich denn da jetzt hoch? Zum Ersatzrad. Das Ersatzrad muss da irgendwie hoch. Na, hier ist eine Treppe. Ne, die führt nur hier lang. Vielleicht hier rein. Wenn das Bild ein bisschen weniger rot wäre. Jetzt sollte ich erstmal dringend zum Camp zurück. Ah, hier ist die Kurbel. Schmelzofen ist kalt. Irgendwo ist hier noch Brennstoff. Natürlich sind hier Wölfe. Geh mal zurück zum Lager. Dann kommen wir hier noch mal hin. Wir hoffen, dass die Dinger nicht zurückgekehrt sind. Wenn man mal alle besiegt hat, dass sie dann vielleicht weg sind.
Das stört mich hier vielleicht ein bisschen, das Hin- und Hergerinne. Das wäre so ein bisschen... Naja, es ist halt... Ich weiß nicht. Noch macht es mir genug Spaß, um es für einen weiteren Stream weiterzuspielen. Schauen wir mal. Nein, jetzt nicht angreifen. Ich hab ein HP. Bloß nicht. Muss schlafen oder ein Steak essen. Marv meinte vorhin, das klappt. Das bringt jetzt Spiel zurück. Die Rüstung ist auch kaputt oder nicht? Oh, scheiße. Machen wir im Lager danach gucken. Fleisch. Sehr gut. Na. Ja, cool. Gut, ich im Camp darf sterben. Ist der mir bis zum Camp gefolgt? Natürlich mit meinen Fäusten. Wie fies. Die Herz ist auf jeden Fall kaputt. Die Rüstung ist auch kaputt. Wie lange hält die sich denn? Gar nicht hält die sich. Eisen, vier Eisenbahn, meine Fresse. Ja, es lohnt sich mal, wenn man mal zu einem Kampf muss, aber. Wenn man sowas vorhat, wie ein das eben Ding zu plündern, aber. Permanent ein bisschen nervig. Das Rätsel dort vor Ort mit der Schmiede, das lässt sich irgendwie lösen. Da muss Brennstoff kriegen oder irgendwo auch noch her und dann kann man die Schmiede dort irgendwie in Gang bringen. Ja, bringt das Spiel zurück. Ja, dann, wir waren jetzt schon fast mehr gesund, aber. Ja. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, man kann die Schwierigkeit auch noch runterstellen, wenn es wirklich mal zu brutal wird. Wo kann ich speichern?
Ich hoffe, es speichert automatisch. Story is more than what hobbits and elves know. It is time we talk. Anpassen zu Ruhe setzen, neuen Zweck erstellen. Weltnahen Steve. Es wird schon, ja, Ausrüstung haben wir hier, das ist Rüstung. Welt verlassen ist so ein bisschen irreführend, weil dachte ich so, spielt man jetzt nicht mehr weiter. Joa, da würde ich mal sagen, spielen wir da auf jeden Fall am Freitag nochmal weiter. Ab jetzt. Mit Mauf oder ohne Mauf. Werden wir mal schauen. Für heute soll es das aber gewesen sein. Würde mal sagen, ich gehe ab in die Endcard. Dann bringen wir noch wohin. Und ja, dann sehen wir uns am Mittwoch erstmal weiter wieder zu Brook, den Investigator. So ist der Plan. Freitag dann Ritual und Moria. Samstag mit Modi dann. Nochmal nächstes Spiel so Wuppes. Wahrscheinlich schon zu Ende dann. Sein Monim ist wieder früher weg. Ja. Ich sag ab in die Endcard, ab in den Wait.